Max und Mia spielten auf dem Dachboden. Sie liebten es, an regnerischen Tagen dort oben zu sein, wo sie sich in eine Welt voller Abenteuer und Geheimnisse träumen konnten. Es war ein regnerischer Nachmittag. Ihnen war langweilig und sie wussten nicht, was sie tun sollten. Die Regentropfen prasselten gegen die Fenster und der Himmel war grau und düster. Schau mal, Max. Ich habe ein Buch unter dieser Decke gefunden. Es sieht so alt und geheimnisvoll aus. Es war alt und staubig, als ob es seit Jahren nicht mehr berührt worden wäre. Es hatte ein glänzendes Schloss, das im schwachen Licht des Dachbodens funkelte. Neugierig berührte Max das Schloss. Es sprang auf und ein warmes, goldenes Licht strahlte heraus. Das Buch leuchtete in einem warmen Licht, das den ganzen Raum erhellte und eine magische Atmosphäre schuf. Wow, Max, schau mal das Licht an. Es ist so wunderschön und geheimnisvoll. Als Max und Mia das Buch öffneten, strahlte ihnen ein helles Licht entgegen, das sie fast blendete. Sie schnappten überrascht nach Luft, unfähig zu glauben, was sie sahen. Ein wirbelndes Portal erschien direkt vor ihren Augen, als ob es sie in eine andere Welt einladen würde. Es schimmerte in allen Farben des Regenbogens und die Farben tanzten und wirbelten umher. Max und Mia sahen sich an, ihre Augen voller Staunen und Aufregung. Was würde sie auf der anderen Seite erwarten? Hand in Hand atmeten sie tief ein und traten in das Unbekannte, bereit für das Abenteuer ihres Lebens. Die Luft um sie herum prickelte vor Magie und sie konnten das Knistern der Energie spüren. Sie fühlten ein seltsames Gefühl, als würden sie von tausend Federn gekitzelt, und sie konnten nicht anders als zu lachen. Sanft landeten sie auf der anderen Seite, in einer Welt, die sie sich nie hätten vorstellen können. Das Portal verschwand hinter ihnen, und sie wussten, dass es kein Zurück mehr gab. Max und Mia waren nun in einer völlig anderen Welt, voller Wunder und Magie, bereit, ihre Reise zu beginnen und die Geheimnisse dieser neuen Welt zu entdecken. Vorbei war der staubige Dachboden. Jetzt standen Max und Mia am Rande eines atemberaubenden Waldes. Die Bäume schimmerten in einem ätherischen Glanz. Blumen erblühten in leuchtenden Farben, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Seltsame und wunderschöne Vögel sangen bezaubernde Melodien. Max, schau mal! Ein winziges, geflügeltes Wesen mit glitzernden Flügeln. Mia kicherte vergnügt, als das winzige Wesen auf ihrer Nase landete. Es hatte große, neugierige Augen und ein verschmitztes Grinsen. Vorsichtig streckte Max die Hand aus, um seine zarten Flügel zu streicheln. Das Wesen kicherte und flatterte davon, tiefer in den Wald hinein. Eine sanfte Brise trug den Duft von süßen Beeren und unbekannten Gewürzen mit sich. Max und Mia, erfüllt von Abenteuerlust, folgten dem kleinen Wesen tiefer in den magischen Wald. Je tiefer sie hineingingen, desto dichter wurde der Wald. Sonnenlicht drang durch die Blätter und erzeugte ein Kaleidoskop aus Licht und Schatten. Verspielte Eichhörnchen mit Schmetterlingsflügeln huschten die Bäume hinauf. Kleine kichernde Pilze lugten aus dem Unterholz hervor. Max, sieh dir den Hasen an. Er trägt einen winzigen Hut. Max und Mia mussten lachen, als sie einen Hasen mit einem winzigen Hut sahen, der mit einem Korb voller Eicheln vorbeihüpfte. Alles in diesem Wald war magisch und skurril. Doch als sie weiter vordrangen, wurde die Luft still und ruhig. Die einst leuchtenden Farben schienen etwas zu verblassen. Max und Mia spürten eine Veränderung in der Atmosphäre. Ein Gefühl der Dringlichkeit schlich sich in ihre Herzen. Auf einem Ast über ihnen saß eine prächtige Eule mit stechend blauen Augen. Ihre Federn hatten die Farbe des Mondlichts. Und sie hielt eine schimmernde Feder in ihrem Schnabel. Max und Mia spürten, dass dieses Wesen weise und mächtig war. Seid gegrüßt, Kinder. Ich bin Celeste, die Hüterin dieses Waldes. Diesem Land wurde sein wertvollster Besitz geraubt, der Kristall der Harmonie. Ohne ihn wird unsere Welt verblassen. Celeste ließ die Feder fallen. Sie schwebte zu Mia hinunter. Findet den Kristall und stellt das Gleichgewicht wieder her, ihr Jungen. Das Schicksal unserer Welt liegt in euren Händen. Der Weg zum Kristall ist voller Herausforderungen. Löst das Rätsel und ihr werdet euren Weg finden. Max und Mia hörten aufmerksam zu. Das Rätsel der Eule hallte in ihren Köpfen wieder. Wo die Sonne schläft und der Mond erwacht, gibt ein Wesen mit Schuppen die Antwort.
Die Eule schloss die Augen, als ob sie tief in Gedanken versunken wäre. Die Sonne schläft, der Mond erwacht, murmelte Mia und dachte über das Rätsel nach. Max und Mia sahen sich an. Entschlossenheit stand in ihren Gesichtern geschrieben. Sie wussten, dass ihnen eine schwierige Aufgabe bevorstand. Sie mussten den Kristall der Harmonie finden und diese magische Welt retten. Aber wo sollten sie anfangen? Das muss bedeuten, dass wir nach Osten gehen müssen, in Richtung der Berge. Max nickte zustimmend. Sie erinnerten sich, dass sie bei ihrer Ankunft hohe Gipfel in der Ferne gesehen hatten. Dorthin mussten sie gehen. Die Reise war lang und anstrengend. Max und Mia begegneten sprechenden Tieren, überquerten plätschernde Bäche auf Seerosenblättern und flogen sogar auf dem Rücken einer riesigen Hummel. Schließlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, erreichten sie eine Höhle, die hinter einem Vorhang aus schimmernden Wasserfällen versteckt war. Als sie die Höhle betraten, wurde die Luft schwer und feucht. Das Geräusch von tropfendem Wasser hallte durch die Dunkelheit. Plötzlich erschien ein paar glühende Augen in der Dunkelheit. Eine riesige Schlange, deren Schuppen wie tausend Sterne schimmerten, richtete sich auf einem Felsvorsprung auf. Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Max und Mia erzählten von ihrer Suche nach dem Kristall der Harmonie. Die Schlange hörte aufmerksam zu, ihre gespaltene Zunge schmeckte die Luft. Um euren Wert zu beweisen, müsst ihr mein Rätsel lösen. Was hat keine Stimme, kann aber trotzdem zu euch sprechen. Max und Mia dachten lange und angestrengt nach. Sie wussten, dass sie eine Lösung finden mussten, um den Troll zu besiegen. Schließlich flüsterte Mia: Ein Buch. Ein Buch hat keine Stimme, aber seine Worte können trotzdem zu uns sprechen. Vielleicht finden wir darin einen Hinweis, wie wir den Troll überlisten können. Die Augen der Schlange verengten sich, und dann stieß sie ein leises Lachen aus, das die Höhle erbeben ließ. Es war, als ob sie die Gedanken der Kinder lesen konnte. Sehr gut. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Ihr habt den Mut und die Klugheit, die nötig sind, um den Kristall der Harmonie zu finden. Der Kristall der Harmonie ist im Versteck des Trolls versteckt, tief im Inneren des Berges. Aber seid gewarnt, der Troll ist eine furchterregende Kreatur. Er wird nicht leicht zu überwinden sein. Den Anweisungen der Schlange folgend, durchquerten Max und Mia tückische Pfade und erklommen rutschige Hänge. Der Weg war beschwerlich und gefährlich, aber sie gaben nicht auf. Schließlich erreichten sie die Höhle des Trolls, eine Kaverne, die mit dem Geruch von Moder und Verfall erfüllt war. Die Dunkelheit war erdrückend und die Stille war unheimlich. Dort, in der Mitte der Höhle, stand ein riesiger Troll, der den Kristall der Harmonie umklammerte. Ein schillernder, facettenreicher Edelstein, der in sanftem Licht pulsierte. Der Anblick war sowohl furchterregend als auch faszinierend. Der Troll brüllte, seine Stimme hallte wie Donner wider. Es war ein ohrenbetäubender Lärm, der die Wände der Höhle erzittern ließ. Max und Mia wussten, dass sie mutig sein mussten. Sie durften den Troll nicht gewinnen lassen. Mit klopfenden Herzen und entschlossenen Blicken bereiteten sie sich darauf vor, dem Troll entgegenzutreten. Geistesgegenwärtig zog Mia eine Handvoll der leuchtenden Beeren hervor, die sie zuvor gesammelt hatten. Ihr Licht, so wusste sie, faszinierte die Kreaturen dieser Welt. Abgelenkt von den leuchtenden Beeren ließ der Troll den Kristall fallen. Blitzschnell schnappte Max ihn sich. Mit dem Kristall der Harmonie in der Hand rannten Max und Mia zurück durch die Höhle, ihre Herzen schlugen vor Adrenalin. Sie dankten der Schlange für ihre Hilfe und eilten zurück zum Portal. Das wütende Gebrüll des Trolls hallte hinter ihnen her. Der Rückweg kam ihnen viel kürzer vor. Der Wald schien heller, die Luft leichter. Als sie die Stelle erreichten, an der sie angekommen waren, lag das Buch offen da. Das Portal schimmerte einladend. Sie traten zurück in ihre eigene Welt. Zurück auf dem Dachboden sahen sich Max und Mia an. In ihren Augen funkelte die Erinnerung an ihr magisches Abenteuer. Sie waren zurück in ihrer eigenen Welt, aber sie wussten, dass sie die Freunde, die sie gefunden hatten, und die Herausforderungen, die sie gemeistert hatten, niemals vergessen würden. Später am Abend, als sie mit ihren Eltern zusammensaßen, erzählten Max und Mia von ihrer unglaublichen Reise. Sie beschrieben die sprechenden Tiere, die magischen Kreaturen und ihre waghalsige Flucht vor dem Troll. Ihre Eltern hörten aufmerksam zu, fasziniert von den lebhaften Erzählungen ihrer Kinder.
Max und Mia spielten sogar ihre waghalsige Flucht vor dem Troll nach, was ihre Eltern zum Lachen brachte. Lächelnd. Oh, was für eine fantastische Geschichte. Ihr habt wirklich eine lebhafte Fantasie. Obwohl ihre Eltern über die fantastische Geschichte lächelten, wussten Max und Mia in ihren Herzen, dass ihr Abenteuer real war. Sie hatten nicht nur Erinnerungen mitgebracht, sondern auch einen neu gewonnenen Mut und den Glauben an die Kraft der Fantasie. Das Buch blieb im Regal, eine Erinnerung an die magische Welt, die auf sie wartete, gleich hinter dem Schleier der Realität. Max und Mia wussten, dass sie jederzeit zurückkehren konnten, wenn sie nur daran glaubten. Diese Abenteuer hatten ihnen gezeigt, dass die Welt voller Wunder und Geheimnisse war und dass sie mit der Kraft der Fantasie alles erreichen konnten. Die Familie umarmte sich, dankbar für die gemeinsamen Geschichten und die Liebe, die sie verband. Max und Mia blickten aus dem Fenster und träumten von zukünftigen Abenteuern, die sie gemeinsam erleben würden. Die Magie war noch lange nicht vorbei.